Wunderschönen guten Morgen, herzlich willkommen zum 4. Advent und zum 18. Dezember und wir öffnen wieder Türchen. Ihr kennt das Spiel, eigentlich brauche ich es gar nicht sagen. Man kann eigentlich das Video anfangen und sagen, so, los geht's. Ich habe übrigens gerade gemerkt, dass aus irgendeinem Grund hier die Heizung in der Küche, in der ich mich befinde, das sieht man eigentlich auch an dem Kühlschrank, runtergestellt war und es ist hier gerade arschkalt. Ich weiß nicht warum, ich glaube, ich hatte die gestern mal zum Lüften oder so runtergedreht. Man soll nämlich, wenn man lüftet, die Heizung runterdrehen. Weil wenn uns die kalte Luft auch an die Heizung kommt, dann denkt die Heizung, es ist kälter, als es wirklich ist. Und dann ballert die richtig, Energiekosten und all solche Sachen muss man sich Gedanken drüber machen. Dieser Tage. Naja, jedenfalls ist mir gerade kalt und ich bin froh, dass ich diesen Weihnachtspulli anhab, den ich gestern auch beim Filmabend anhatte. Ich hatte euch vom Filmabend erzählt, der Kollege hat Chili con Carne gekocht, sehr geil gewesen. Wir haben geguckt, Nightmare Before Christmas. Weil es war Weihnachtsthematik, Nightmare Before Christmas, Muppet Weihnachtsgeschichte, so heißt es. Und Claus war der andere. Oder nee, Santa. Scheiße, wie hieß er jetzt? Nein, er hieß nicht Santa Claus, der Film. Er hieß Santa oder Claus. Ich weiß es nicht. Eins von beiden sind Animationsfilme jedenfalls. Der war auch ganz gut. Das ist so ein bisschen so ein emotionales Ding wieder auch. Ne? Aber ist zu Weihnachten oft so. Okay, dann starten wir mal direkt durch. Was habe ich gesagt? Der 18., ne? Ich schätze mal Schokobons. Oh, boring again. Zwei Schokobons. Ich hatte gestern mein Müsli Porridge Fruchtnuss, den wir schon vor ein paar Tagen rausgeholt haben. Der Name des Programms schmeckte, ich glaube, da war auch Rosinen drin und Nüsse. Und diese Nussnote, die kam tatsächlich relativ gut durch die Nüsse, die drin waren. Und ist jetzt nichts Innovatives, was die Sorte angeht, aber war lecker, hat mir gut geschmeckt. So, hier haben wir Schoko Brownie Porridge, das kommt mir doch bekannt vor, das hatten wir doch neulich erst. Das ist jetzt, glaube ich, das Einzige, was doppelt ist, weil ich meine irgendwie auch gelesen zu haben, 23 unterschiedliche Sorten. Aber vielleicht vertue ich mich. Entschuldigung fürs Gehen. Ich bin so ein bisschen, habe nicht so viel gepennt. Schoko Brownie Porridge. Ist, wie gesagt, war schon mal drin, aber war nicht schlecht. Von daher ist das jetzt ganz okay. Dann kommen wir hier zum Pucker. Da gehen wir mal wieder zusammen hoch, was wir hier Fancyes haben. Fancyes. Da unten sehe ich schon wieder. Auch wieder richtig, sowas richtig Schlimmes einfach wieder. Und zwar Licorice und Zimt. Mein Gott, da fällt mir ein, dass ich immer noch den Film Licorice Pizza gucken wollte. Das ist irgendein Arthouse-Film, ich gucke sowas manchmal ganz gerne. Muss ich dann bei Gelegenheit nachholen. Also Lakritz und Zimt, nee danke, echt keinen Bock drauf. Ach scheiße, ich habe da oben den Kranz vergessen, muss ich mal ganz schnell anmachen. So. Ach der arme Kranz. Wurde gar nicht angemacht, jetzt müssen wir mal kurz Fokus drauf machen. Woman's Gadget. Wenn ich jetzt wüsste, was im Man's Gadget Kalender drin ist, würde ich wahrscheinlich wissen, was hier jetzt drin ist, weil wahrscheinlich eh das gleiche drin ist. Ein kleiner Farbtupfer für die Küche. Okay, das könnte mein... Das ist ein sexistischer Gedanke, dass es jetzt für Frauen ist. Ich weiß gar nicht, ob da bei Männern jetzt tatsächlich auch das drin war. Deko für die Küche. Home Sweet Home. Also ich behaupte jetzt aber mal, dass Männer sich solche Dinger nicht überall hinkleben. Also Frauen jetzt auch nicht alle, aber Frauen tendenziell vielleicht eher ein Home Sweet Home Magnet. Tendenziell mehr als Männer. Und das finde ich tatsächlich das Einzige, noch ein, zwei Sachen, was akzeptabel ist, auch wenn ich den Schriftzug selbst nicht gut finde. Aber Kühlschrankmagneten. Ist hier eh ganz viele voll, von daher einer mehr ist nicht verkehrt. Kann man dran machen, wie gesagt, nur das, was draufsteht, hätte ich jetzt nicht haben müssen. Ja, so, Schokolade zum Frühstück, im wahrsten Sinne des Wortes tatsächlich. 18. Oh, relativ groß heute. Bei Ikea? Warum ist der 18. relativ groß?
Ach, hier ist so ein Keks drin. Wieder so ein Keks. Und zwar haben wir eine Spekulatius-Glocke und wir hatten neulich ja Spekulatius-Stern und Weihnachtsmann. Ist genau das Gleiche. Von daher, ach so, hier unten kann die Form. Ach, letztes Mal hatten wir einen Stern, aber es hätte auch ein Weihnachtsmann sein können, sehe ich jetzt gerade, diesen Keksstern, ne? Das lasse ich jetzt diesmal eingepackt, das kann man hier nämlich aufhängen und da ich es eh schon probiert habe, brauche ich es jetzt nicht nochmal machen. Weil ich gestern diese Karamellpraline auch gegessen habe. Aber egal, das Ding möchte ich hier aufhängen, da ist nämlich so eine Schnur dran, das hänge ich dann einfach an den Weihnachtsbaum auf. Also ein Glockenkeks. Spekulatius-Glockenkeks. So, und dann haben wir noch den Brand News Kalender heute. Dann haben wir schon wieder durch. Ging ziemlich schnell. Ah nee, da haben wir noch Baum am Moor, aber auch noch. Ach Mensch. Aber wobei, das klingt geil. Auch von Kati. Kati, sie sind plötzlich überall. Ihr habt vielleicht das Brand News Video gesehen. Hier ist Kati wieder. Und zwar mit etwas sehr Interessantem. Einem Milchknusperdessert. Popcorn-Geschmack. Mit Vollmilch-Butterkeks. Mit was? Vollkorn-Butterkeks. Mit Vollkorn-Butterkeksen. Das sieht sehr interessant aus. Vor allem sehr kurios. Da muss man nachher wahrscheinlich die Kekse reinmachen. Weil wenn man da in irgend so ein flüssiges Dessert direkt die Kekse reinmacht, dann wird das ja alles matschig. Nee, aber soll eigentlich so sein. 150 Liter kalte Milch zu geben, umrühren, schmecken lassen. Also wie so ein Tassendessert. Hm. Gibt es auch in der Sorte Erdbeere? Warum? Warum nicht Choco Brownie? Vom Popcorn Erdbeere. Das ist so, das ist ja irgendwie, das passt ja irgendwie nicht zusammen. Das eine voll lahm, das andere voll fancy. Jedenfalls, das finde ich ganz interessant. So, und jetzt kommen wir zum 18. Türchen bei Bon Maman. Oh, das fällt schon fast auseinander. Ach du Scheiße, was heißt denn Verveine? Erdbeere à la Verveine, wenn das mal so richtig ausspricht. Das Bild verrät nichts. Zucker, Extrakte, Verveine. Es wird ein Mysterium bleiben. Ich werde es probieren und euch sagen und dann irgendwie Google benutzen und dann wissen wir mehr. Und jetzt muss ich erstmal noch ganz wach werden und mich vor den Spiegel begeben, damit ich nicht mehr so verzottelt hier aussehe morgens. Okay, ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag. Macht was Nettes, vierter Advent, bald ist Weihnachten. Jetzt, ja, es geht jetzt wirklich immer schneller. Und wir sehen uns später, beziehungsweise die nächsten Tage. Passt auf euch auf, macht's gut und ciao.